Komm schon, Charles. Komm zu mir. Ich weiß, dass du da bist. Ich weiß, dass du da bist. Da ist er. Du kennst mich, Geist. Ich möchte nur reden. Esther macht sich Sorgen. Athea. Hier seid ihr endlich. O arme Esther. Es tut mir so leid, gute Freundin. So leid für uns alle. Was ist passiert? Was geht hier vor? Unglücklicherweise, gute Freundin, habe ich einen Fehler gemacht, der mich das Leben kostete. Ist Red bei euch? Ihr dürft keine Zeit verlieren. Was? Warum habt ihr nicht auf unsere Hilfe gewartet? Die Bedrohung nahm zu. Die Verzweiflung wuchs. Es gab so viele Tote, Athea. So viel krankes Fleisch. So viele gequälte Seelen. Es blieb keine Zeit mehr. Kennt ihr den Ursprung des Fluchs? Ich weiß nicht, was ihn ausgelöst hat. Und auch nicht, wann dies geschah. Sicherlich vor vielen Monaten. Aber eines weiß ich. Dieser Albtraum hat New Eden aus einem bestimmten Grund gewählt. Also, ein Geist. Aber dieser ist anders. Unerbittlich. Sehr schlau. Um ein Vielfaches grausamer als Schemen. Und genauso erbarmungslos. Bevor ihr gestorben seid, habt ihr den Fluch untersucht. Was habt ihr erfahren? Dass unser Feind trügerisch und gnadenlos ist. Dass wir seine Macht nicht unterschätzen sollten. Wir? Ich bin tot, liebste Athea. Aber ich bin immer noch ein Verbanner. Ich kann euch immer noch lehren. Falls ich es euch erlaube, was ich nicht tue. Athea, wiederholt nicht meine Fehler. Wenn New Eden von einem Albtraum heimgesucht wird, braucht ihr jede Hilfe, die ihr kriegen könnt. Seine Präsenz war am stärksten im Haupthaus. Vielleicht zwang ihn dort das Licht Gottes, sich zu wehren. Ich ließ das Gebäude schließen. Der schlimmste Teil des Bösen ist eingedämmt. Aber es wird nicht lange dort eingeschlossen bleiben. Okay. Wir werden ihn verbannen, Red und ich. Der Tod unseres guten Freundes wird nicht ungesühnt bleiben. Seid gewarnt. Dieser Albtraum ist zu wütend, um erweicht zu werden. Und zu mächtig, um zerstört zu werden. Euer Tod schmerzt uns sehr. Eure Rückkehr schmerzt mich auch. Das weiß ich. Ich für meinen Teil bin froh, euch ein letztes Mal gesehen zu haben. Und dass ich Gelegenheit hatte, euch zu warnen. Ich hielt Albträume für einen Mythos. Ein Albtraum ist der seltenste aller Geister. Ein mächtiger, heimtückischer Geist, geboren aus einer schrecklichen Tragödie. Wie kann ich ihn vertreiben? Die Texte liefern kaum einen Rat. Das Wenige, was dort steht, besagt, dass er überhaupt nicht verbannt werden kann. Wenn es ein Geist ist, kann er verbannt werden. Ihr habt euch Notizen gemacht, nehme ich an. Wo kann ich sie finden? Sie sind verschwunden. In den Tagen vor meinem Tod. Vielleicht habe ich sie verlegt. Was aber untypisch für mich wäre. Wenn ihr sie findet, lest sie sorgfältig. Vielleicht habe ich etwas übersehen. Etwas Wichtiges. Wie hat dieser Albtraum euch getötet? Ich dachte, ich könnte ihn auf dem Friedhof dazu bringen, sich zu manifestieren. Anfangs funktionierte es ja. Jetzt denke ich jedoch, dass er aus freien Stücken kam. Er schien amüsiert. Als wolle er spielerisch meine Entschlossenheit prüfen. Wie sah er aus? Wie hat er ausgesehen? Ich
Weiß nicht. Als er sich manifestierte, erschien er als Esther. Meine liebe Esther. Was? Sein wahres Gesicht sah ich nicht. Aber ich hörte eine Frauenstimme. Nicht Esther. Jemand anderes. Sie lachte. Ich spürte ihren Blick. Mein Herz erstarrte. Ich starb. Dieser Geist ist pure Rache. Der Geist von jemandem, dem furchtbares Unrecht widerfuhr. Ich habe eure Warnung vernommen. Ihr könnt gehen. Nein, ich muss bleiben. Esther braucht meinen Schutz. Und auch meine Schäflein brauchen mich. Ihr wisst, wie es läuft. Und dass ich das nicht zulasse. Ich bin immer noch ich selbst, Antea. Ich werde stärker werden. Ich kann euch helfen. Euer Hunger wächst, je länger ihr Esther heimsucht. Das wisst ihr. In diesem Fall nicht. Ich bin Reverend Charles Davenport, euer Freund und Mentor. Ihr kennt mich. Ihr wisst, ich bin ein guter Mensch. Ich kannte euch. Ihr wart ein guter Mensch. Jetzt seid ihr ein Geist, und das werde ich nicht dulden. Und ich schwöre, der Albtraum wird ein Ende haben. Und Red und ich werden es herbeiführen. Charles Davenport war ein guter Mann und ein ausgezeichneter Mentor. Und ihr eine gute Schülerin, obwohl ihr sehr streng mit euch selbst wart. Das konnte ich euch nie austreiben. Hat das Leben euch seitdem besänftigt? Das Leben hat mich gestählt. Der Tod und wie er euch ereilte, machten euch zu etwas, wogegen ihr euch einst aufgelehnt habt. Lebt wohl, Charles. Friede eurer Seele. Gedenken sei. Antea, warte! Warten? Worauf? Wir sind Verbanner. Tod den Toten. Lass Esther selbst entscheiden. Oh Herr, bitte verlang das nicht von mir. Esther, meine gute, allerliebste Frau. Ich vermisse dich so sehr. Oh, lieber Gott, Charles, warum bist du hier? Warum bist du zurückgekommen? Du musst gehen. Bitte. Ich muss bleiben und dich beschützen. Das Wesen im Haupthaus labt sich an unserer Qual. Ich hätte es besser wissen müssen. Aber nun weiß ich es. Antea, gib Charlie den Aufstieg, den er verdient. Charles Davenport, ihr habt keinen Grund zu bleiben. Geht, lasst Esther in Frieden trauern. Rettet sie, meine Freunde, und rettet euch selbst. Rettet sie alle. Das ist echt schon cool gemacht. Ich bringe Esther nach Hause. Ich werde es tun. Die Frauen können plaudern. Dann gehe ich ins Schulhaus und mach das Bett. Charles hat nun seinen Frieden. Antea gab ihm die Zuwendung, die er brauchte. Achso, wir müssen tatsächlich mit der auch hier weg. Mein Charles. Wo ist er hin? Was glaubt ihr, woher jetzt? Mal müssen wir den auf dem Weg. Ich weiß es nicht. Sehen. Ich vermisse die Wärme seiner Hände. Sein ruhiges Wesen im Haus. Wenn ich meine Augen schließe, steht er vor mir. Er ist an einem Ort, wo die Sonnenstrahlen den Schnee vertreiben. Dort ist es warm und es gibt frische Milch. Die Nacken sind gewaschen, gebügelt und gefaltet. Nichts kann je Unruhe stiften. Du hast recht. Er hat seinen Frieden und du hast es verdient, dich auszuruhen. Ach, hier ist jetzt offen, okay.
Ah, alles klar. Das war der Anfangsweg, ne? Jetzt kann man auch hier. Ja. Er ist ganz woanders. Okay, ist irgendwo ein Hinterweg, den ich gar nicht kenne. Ach, der führt direkt zum Haus? Alter, das ist ja crazy. Es tut mir leid. Ich werde ihn vermissen. So sehr. Morgen werden wir den Fluch weiter untersuchen. Gute Nacht, Esther. Ihr beide. Wir brauchen euch. Nacht, T. Kann man denn jetzt pennen? Achso, in unserem Haus. Nee, das ist das Haus, oder nicht? Oder wo? Guten Tag, Madam. Ich bin Antea Duarte. Darf ich wissen, wer ihr seid? Duarte. Duarte, ihr seid mit dem Verbanner gekommen, nicht wahr? Ich bin die Verbannerin. Aha, ihr seid also das Gesicht der Hoffnung, was? Ihr werdet also von meinem Zehnten bezahlt. Ein Hater. Lasst euch mal anschauen. Aha, nun, ich hoffe, ich liege falsch. Bathsheba Ingersoll. Ja, so heiße ich, soweit ich weiß. Ach du Scheiße. Boah, ich hatte eigentlich geplant, jetzt Feierabend zu machen. Was ist denn jetzt los? Ich wünsche euch einen schönen Tag, Madam. Dann seid ihr also auch optimistisch. Ganz schön dumm von uns. Na, ja, die ist unsympathisch, mit der rede ich nicht. So, ich wollte eigentlich zum Haus gehen und dann jetzt Feier machen. Und später in der Stunde noch zocken. Ja, würde ich sagen, machen wir hier wieder einen Cut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Willkommen zurück zu Banishers Ghost of the New Eden. Bin momentan krank, deswegen höre ich mich ein bisschen anders an. Ich werde auch ein bisschen weniger reden. Ist dann leider so. Was macht der denn da? What you make? Muss er ausruhen? Na dann. Ruhen wir so aus. Wir haben das Richtige getan. Charles war unser Freund. Ich liebe dich, Red McGrath. Aber? Aber wenn es um Geister geht, lässt dich dein Herz überstürzt handeln. Das ist gefährlich. Wolltest du wirklich gerade Charles verbannen? Das war nicht Charles. Das war der Geist von Charles. Charles Davenport. Unser ältester Freund. Der Mann, der uns zusammengebracht hat. Unser Freund ist tot. Sein Geist war eine Gefahr für seine Frau. Geister bringen nichts als Light Red. Vergiss das niemals. Sie rauben den Lebenden ihre Essenz. Ja. Aber sie tun es nicht immer aus Bösartigkeit. Das musst selbst du zugeben. Wir sind Verbanner. Wir erlösen die Lebenden von den Geistern, die sie plagen, indem wir diese verbannen. Auch ein Geist kann Qualen leiden. Der Aufstieg ist ein milderes Ende, eine Erlösung. Aber es ist das gefährlichere Vorgehen. Eine Verbannung ist sicherer. Würdest du mich auch verbannen? Wenn ich zurückkehren würde? Du entkommst mir nicht so einfach. Dich würde ich von den Toten zurückholen. Das ist nicht witzig.
Ich würde dich mit frischer Essenz vollstopfen. Ich würde dir so viel geben, dass du vom Leben aufgebläht zurückkehren würdest. Lebenden die Essenz rauben, um einen Geist damit zu füttern, würdest du nie. Du bist ein pflegelhafter Strubbelkopf, Red McWraith. Und ich werde dich niemals gehen lassen. Nur über meine Leiche, mein Lieber. Und ich dachte, ich wäre der Weichherzige. Bist du auch. Denkst du, Charles hatte recht? Dass das Ding im Haupthaus ein, wie hat er es noch gleich genannt, Albtraum war? Das hoffe ich wirklich nicht. Selbst unter Verbannern gelten solche Wesen als Legenden. Wir sehen morgen weiter. Jetzt wird geschlafen. Es war ein furchtbarer Tag. Armer Charles. Arme Esther. Arme Esther. Anthea. Sie hat ihren Feuerbann mitgenommen? Aber ich bin der, der überstürzt handelt. Was war das denn gerade? Landung. Ja, abgeschlossen. Jetzt können wir. Wo bist du? Du wirst kaum im Haupthaus sein, oder? Oh oh, Tod den Toten. Oh nein. Ich folge einfach mal der Questziel. Jemand da? Anthea? Warum wärst du allein dort aufgegangen? Waffen. Ja. Anthea! Wie lang? Ah, Feinde. Ihr Schemen habt nicht zufällig Anthea gesehen, was? Du bist zwar der Boss, aber du hättest mich ruhig einweihen können. Geht hier ab. Wer singt denn? Schau, wie sie laufen. Drei blinde Mäuse. Schau, wie sie laufen. Schau, wie sie. Oh, das ist unser Traum. Anthea? Blind. Alle blind. Ach, Red. Verstehst du nicht? Wir hatten nie eine Chance. Anthea! Hey. Bist du verletzt? Wo bist du? Ich bin da, Liebling. Was ist passiert? Falle. Ich bin da, Liebling. Wie kitschig. Zeig dich! Gott erschien dem Mann im Traum und sprach zu ihm: Sieh da, du bist des Todes. Der Mann aber hatte nichts getan und sprach: Herr, wirst du denn auch die Gerechten töten? Was?
Bossfight. Wirst du die Gerechten töten? Sei unbesorgt. Ich bin hier, um dir zu helfen. Es gibt keine Hilfe. Es gibt nur Versäumnis. Wie krank sieht die aus, ey? Was hast du mit ihr angestellt? Teufel nochmal, Lady. Wenn du ihr auch nur ein Haar gekrümmt hast. Du klammerst dich an die Liebe. Ein Narr bis ans Ende. Es gibt keine Liebe. Nur Schändung. Nein. Oh shit. Bossfight incoming. Antea! Müssen sie besiegen. Verräter! Ich glaube, du bist gescheitert! Ich weiß doch nicht, wie man hier reinkommt. Nicht zum ersten Mal! Ich bin krank. Wir sind nicht deine Feinde. Hallo. Mann! Hä? Zwei? Ja, eine ist echte, ne? Ihr werdet leiden, so wie ich gelitten habe! Wir können auch heilen. Wir sind nicht deine Feinde! Erste Phase war. Der drei bei mir. Shit. Wirklich? Hä? Was soll so sein? Wo ist das her? Wenn du hier auch nur ein Haar gekrümmt hast, werden. Hörst du was? Ihr zu Hilfe kommen? Es gibt keine Hilfe. Vergeltung. Lass ihn los. Ja. Wie rührend. Da ist sie ja. Angst nach deinem Mann. Du glaubst, du liebst ihn. Tust du aber nicht. In den Tiefen deines Herzens gibt es keine Liebe. Nur Verrat. Ich biete dir einen Tausch an. Er bleibt und du gehst und behältst dafür dein Leben. Ich verhandle nicht mit Geistern. So ein kluger Kopf. Und doch denkst du mit deinem dümmlichen Herzen. Du bist schwach. Nein! Wirst du jetzt zu Hilfe kommen? Jetzt, wo alles verloren ist? Wenn ja, wer hat denn noch zwei bei? Als ob, hey, ich verstehe gar nichts mehr. Der eiskalte Ozean ließ seine Trauer zu einem Eiszapfen gefrieren, der sein Herz durchbohrte. Die Last seines Scheiterns zerrte ihn auf den Meeresgrund. Jenseits der Zeit, in der Dunkelheit ertrinkend, sprach er ihren Namen.
Banishers Ghosts of New Eden. Nimm doch mich, schrie er lautlos und verzweifelt im kalten, stillen Wasser. Und auf der anderen Seite erhörte etwas sein Flehen und streckte seine Finger nach ihm aus. Lass sie gehen. Nimm mich. Lass sie los. Du bist wach? Wer seid ihr? Diejenige, die euch gerettet hat. Sich tagelang um euch gekümmert hat. Wochenlang vielleicht sogar. Wochenlang? Oh Gott. Was habe ich getan? Bevor ihr euch Vorwürfe macht, solltet ihr erst wieder zu Kräften kommen. Sie ist tot. Ja, deswegen seid ihr hier. Und das ist auch der Grund, warum ich gesendet wurde, um auf euch aufzupassen. Wer seid ihr? Es kommt mir vor, als wären wir uns schon mal begegnet, aber das kann nicht sein. Als würden wir uns schon ewig kennen. Aber wie? Ihr seid verwirrt. Das ist normal. Ein Nachtmahr hätte euch beinahe getötet. Ihr habt eure Liebste verloren. Und jetzt pflegt euch eine Hexe gesund. Hexe? Eine Hexe. Man nennt mich Sika. Finde den Verbanner, befahl meine Herrin. Kümmere dich um ihn und beantworte seine Fragen. Dann lass ihn sein. Wie fühlt ihr euch? Spielt das eine Rolle? Natürlich spielt das eine Rolle. Es bedeutet, dass ihr lebt und dass ihr noch nicht aufgegeben habt. Wer hat euch geschickt? Ihr Name ist Ceridine und meine Hände und Worte gehören ihr. Darüber hinaus müsst ihr euch um nichts sorgen. Ceridine, Sika. Diese kleine Sucherin, die euch bat, mich zu finden, ist sie vielleicht Schottin oder sowas? Sie heißt Ciri Dean. In ihrem Alter ist es nicht ein Ort, von dem sie stammt. Und ja, obwohl ich euch gefunden habe, sagte sie mir, wo ich suchen soll. Dieser Albtraum, wie er zu mir sprach, er traf mich im Innersten. Dergleichen habe ich nie erlebt. Wenige haben das. Und noch weniger können noch darüber berichten. Was hat einen so mächtigen Geist hierher gelockt? Wer weiß das schon? Zweifelsohne etwas Schreckliches. Ein Freund sagte mir einst, das größte Unrecht gebiert die größte Wut. Er wollte uns wohl warnen. Ein unumstößliches Gesetz. Ihr habt weise Freunde. Was soll ich jetzt tun? Wie soll ich das allein schaffen? Ihr seid nicht allein. Habt Vertrauen. Ich würde euch mehr verraten, wenn Ceridine mehr gesagt hätte. Ihr müsst Vertrauen haben. Ihr kennt mich nicht. Und doch soll ich Vertrauen haben. Leichter gesagt als getan. Dinge, die einem im Leben leicht fallen, sind unwichtig. Es zählen nur die schwierigen Dinge. Ihr habt eine gähnende, grimassenschneidende Leere in eurer Seele. Dabei handelt es sich um Liebe, nichts anderes. Diese Leere wird sich nicht füllen, denn die Liebe stirbt nicht. Gott, was habe ich getan? Es sieht doch so aus.
Im Gegensatz zu den meisten bekommt ihr eine zweite Chance. Ich schlage vor, ihr ergreift sie. Warum habt ihr mich aus dem Wasser gezogen? Was liegt euch an mir? Nein, gar nichts. Aber meine Herren schon. Theridine sagt, dass die Mauer zwischen den Lebenden und den Toten bedroht wird. Daran habt ihr wohl euren Anteil. Das fällt auf mich zurück. Ich kann nicht folgen. Nun ja, ich habe euch gefunden. Aber es ist euer Kummer, der euch verfolgt. Denn er will, dass ihr ihn spürt. Möglicherweise glaubt ihr, dass ihr mit den Geistern fertig seid, Wet McWraith. Aber sie sind ganz sicher nicht fertig mit euch. Ich gehe jetzt. Ruht euch aus. Warum meine Herrin euch auch immer gerettet hat, sie hatte gute Gründe. Die besten. Wo geht ihr hin? Nach Hause zu Ciridine. Sie braucht mich. Wo werde ich euch finden, sollte ich eure Hilfe brauchen? Sumpflande. Großes Sumpfgebiet auf der anderen Seite des Waldes. Nicht zu übersehen. Wir werden wissen, wenn ihr kommt. Dann wohl. Bis zu unserem nächsten Treffen. Exakt, Verbanner. Und jetzt? Dreht euch um. Was? Ich breche auf. Was zum...